Die Lorelei. Ich weiß nicht, was soll es bedeuten. Von Heinrich Heine. Seid gegrüßt, holde Freunde der deutschen Dichtkunst. Ich habe euch noch ein weiteres Werk von Heinrich Heine mitgebracht. Es basiert auf der Sage eines Felsens, den man Lorelei nennt. Ebenso bezeichnete man aber auch eine verführerische Nymphe, die mit ihrem schönen Gesang die vorüberfahrenden Schiffer verwirrte und diese dann in den Fluten des Rheins untergingen. Friedrich Silcher komponierte damals auch die berühmte Melodie dazu. Keine Angst, ich werde jetzt nicht singen. Die Liedtexte weichen allerdings immer wieder vom Originalgedicht ab, das ich euch nun vortragen werde. In den Klammern findet ihr die heutige Schreibweise einiger Worte. Vorgetragen von Sonja Sonny Hubmann. Ich weiß nicht, was soll es bedeuten, dass ich so traurig bin. Ein Märchen aus alten Zeiten, das kommt mir nicht aus dem Sinn. Die Luft ist kühl und es dunkelt und ruhig fließt der Rhein. Der Gipfel des Berges funkelt im Abendsonnenschein. Die schönste Jungfrau sitzet dort oben, wunderbar. Ihr goldenes Geschmeide blitzet, sie kämmt ihr goldenes Haar. Sie kämmt es mit goldenem Kamme und singt ein Lied dabei. Das hat eine wundersame, gewaltige Melodei. Den Schiffer im kleinen Schiffe, er greift es mit wildem Weh. Er schaut nicht die Felsenriffe, er schaut nur hinauf in die Höhe. Ich glaube, die Wellen verschlingen am Ende Schiffer und Kahn. Ja, und das hat mit ihrem Singen die Lorelei getan. In den Folgejahrzehnten gab es noch viele weitere Liedvarianten dieses Gedichts. Ja, es gab sogar eine Operette und eine unvollendete Oper zu diesem Thema. Heines Werk »Die Lorelei« war übrigens 1824 in der Lyriksammlung 33 Gedichte erschienen. Ich erzähle euch aber lieber noch ein bisschen etwas über das Leben von Heinrich Heine. Er wuchs in Düsseldorf um das Jahr 1800 mit seinen drei Geschwistern im Geist der jüdischen Aufklärung auf, was bedeutete, dass es auch für Juden eine soziale Gleichstellung in der Gesellschaft geben sollte. Harry, wie er als Kind genannt wurde, wechselte dann nach dem Besuch des Lyzeums in die Handelsschule. Prägend war für ihn aber das Jahr 1811, als Napoleon I. mit seinen Truppen in Düsseldorf einmarschierte. Somit galt auch hier der französische Code Civil, der Juden mit anderen Bürgern zivilrechtlich gleichstellte. Das kaufmännische Talent seines reichen Onkels Salomon Heine hatte Harry aber nicht geerbt. Stattdessen hatte er begonnen, sich intensiver der Dichtkunst zu widmen. Seine ersten Werke publizierte er 1817 in der Zeitschrift Hamburgs Wächter unter dem etwas eigenartigen Pseudonym Sü. Freudhold Riesenharf. Dahinter verbirgt sich das Anagramm Harry Heine Düsseldorf. Über Heines zwiespältigen Bezug zur Religion und seine Freundschaft zu Goethe möchte ich mit euch aber bei anderer Gelegenheit sprechen. Ach ja, solltet ihr nicht wissen, was ein Anagramm ist, dann googelt es mal und versucht, aus eurem eigenen Namen eines zu zaubern.